Zu Besuch bei der Hamburger Querdenken-Initiatorin Selina Fullert. Im März 2020 vergräbt sich die 32-jährige Verwaltungsfachangestellte abends stundenlang im Netz. Wir hatten panische Angst davor, dass hier wirklich eine schwere Krankheit auf uns zurollt. Und ich dachte, wie kann ich die Kinder schützen? Auf der Suche nach Vitaminen bringt sie einen Fitnesscoach auf YouTube mit markigen Sprüchen zum Zweifeln. Es wird wirklich dramatisch. Also es geht um die ganzen Verstrickungen, Verbindungen von Bill Gates und den ganzen Organisationen. November 2020 demonstriert sie in Berlin. Wir müssen eine Linie bilden. Auf YouTube ist sie kaum mehr. Stattdessen gewinnt der Kurznachrichtendienst Telegram an Bedeutung. Dort gründet sie einen eigenen Kanal. Willkommen aus dem Widerstandsbüro und dem Diktaturstaat Hamburg. Viele Kanäle aus dem Querdenker-Milieu hätten extrem an Reichweite gewonnen, sagen Experten. Soziale Medien als Brandbeschleuniger in einer ohnehin unsicheren Lage. Wäre die Welt so, wie sie Telegram darstellen würde, hätten wir schon 100.000 Tote durch die Impfung. Das ist nicht der Fall. Innerhalb von Telegram wird das aber immer noch geteilt und geteilt. Die Gefahr, die man derzeit bei Telegram hat, ist eben, dass da eine Art Echokammer geschafft wurde, bei der man ständig nur noch in verschwörungsideologischen Narrativen berieselt wird. Auf NDR-Anfrage dazu antwortet Telegram nicht. Im Mai ist Selina Fullert nicht mehr Chefin von Querdenken Hamburg. Aber Telegram ist sie treu geblieben. Das Netzwerk ist immer noch eine wichtige Plattform für sie. Meine Kollegin Svea Eckert ist eine der Autorinnen der Dokumentation und jetzt bei mir im Studio. Svea, was ja auffällig ist, dass viele Querdenker den Medien ja sehr kritisch gegenüber eingestimmt sind. Wieso haben die Protagonisten bei euch trotzdem mitgemacht? Also wir haben im vergangenen Jahr haben wir die angesprochen und eben gefragt. Und was mein Eindruck ist, es gibt ein ganz großes Bedürfnis, eigentlich verstanden zu werden. Also das ist natürlich so, dass viele sagen, ihr werdet uns nie verstehen und ihr werdet immer falsch über uns berichten. Aber wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, denen sehr nahe zu kommen und wirklich zu versuchen zu verstehen, was ist damals im März 2020 bei euch passiert, was zum Beispiel bei mir nicht passiert ist. Also ich bin keine Querdenkerin geworden. Mich hat es aber wahnsinnig interessiert, was für Schrauben, ja, welche Abzweigungen haben die genommen, dass sie das eben in diesen Protest reingezogen hat. Ja, die sozialen Medien sind da ja, glaube ich, ein ganz großer Faktor, oder? Ja, das fanden wir sehr interessant, welche große Rolle das in dem Leben unserer Protagonisten gespielt hat. Das war fast immer idealtypisch, nämlich diese beginnenden Zweifel, ausgelöst ganz oft durch YouTube als so eine Art Einstiegsplattform. Und dann so dieses ständige Vertiefen, dieses Weiterrecherchieren und Vordringen in so eine Art Kosmos, in so ein ganz eigenes Universum an eigener Information und dann eben diese Überzeugung, okay, wir haben jetzt da die Wahrheit gefunden und alles andere ist möglicherweise eine Verschwörung oder dass irgendwas stimmt da nicht, also da im Hintergrund. Das ist so das Typische, was wir da gesehen haben. Ja. Wie geht man denn mit den Menschen um, wenn man jemanden in seinem Umfeld hat, der den Querdenkern zugeneigt ist? Also wie kommt man da wieder in den Austausch? Also ganz wichtig ist reden und nicht abschieben oder schweigen oder so, sondern im Gegenteil eigentlich sich zueinander zuwenden. Das war auch für uns in dem Prozess ganz interessant und wichtig, dass nämlich die auch mit uns reden wollten und wir eben auch mit denen. Und das ist so dieser Rat und auch, dass man gar nicht kommt und sagt, so, ich will dich jetzt belehren und hier sind die 5 wichtigen Links, sondern eher, was man so sagt, ist ein Körnchen Zweifel sehen. Das heißt also Fragen stellen, da sein, reden, im Austausch bleiben. Okay, Svea Eckert, danke schön für die Informationen und die Dokumentation, die Story im ersten Querdenker. Die sehen Sie dann heute Abend um 22:50 Uhr im ersten. Ja.